Hui, Plansch. So, wo bist du? Da, ich glaube, ich habe Bin dich hier gerade kurz hin. gesehen. Bist du noch oben drauf? Nee. Ja. Doch, da bist du. Ich hab dich doch gesehen. Das machst du ja kaputt. Nur ein bisschen. Ich will halt ganz nach oben so. Das arme Ungeheuer. Ich guck mal in die Höhle unten rein. Wo denn? Ist denn, wo ist denn Höhle? Hier. Hier unten geht's ein bisschen rein. Hey. Sauf uns nicht ab. Kohle tatsächlich, da ist ja ein kleiner Eingang. Aber hier ist Das nichts. Rektum. Hier ist nichts. Nö. Dann gucke ich mal an sein Arschende. Man muss ja ein bisschen forschen, aber hier ist auch nicht Aber da wirklich hinten ist was. Zuckerrohr. Meins. Du brauchst ja gar keins mehr. Ich hab noch gar keins. Ich habe auch keins mehr. Und ich möchte mir Papier machen. Das mache ich ja demnach mit Zuckerrohr. Ne? Ja. War das dieses zustimmende? Ah, okay. Habe ich nämlich, kam wieder nämlich nur ein. Bei mir hat man es wahrscheinlich komplett gehört. Das liegt halt an Wahrscheinlich, ja. Teamspeak. Ja. Das nicht laut genug dafür war. Bei Skype wird man es wahrscheinlich hören. Hier ist mal eine Höhle. Das kann sein. Wir haben tatsächlich eine Höhle da drin. Warte mal, wo bist du denn? Es ist, glaube ich, keine richtige Höhle, aber. Moment, wo bist du denn jetzt hin? Ja, da sehe ich schon. Es ist, glaube ich, keine richtige Höhle, aber zumindest ein kleiner Durchgang oder sowas. Wo Ist ja denn? das Seelengeheuer, oder? Hier direkt. Ohoho. Und man. Ah, hier von hier aus sieht mein Haus ja auch cool aus, eigentlich. Mit dem Wasserfall unten Ja. und so. Ja. Tja. Wie würden das die jungen Kids heute sagen? Das sieht episch aus. Hätten sie ja nicht Unrecht mit. So, die Sonne geht unter. Wir sollten also langsam wieder den Heimweg antreten. Ja, hier sind auch schon die ersten Zombies im Wasser. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Das höre ich auch. Das habe ich gesehen und höre ich auch. Muss nach hinten gucken. Oh, da waren ganz schön viele hinter mir her. Bist, glaube ich, an mir vorbeigeflitzt gerade. Oh, drei Stück. Ich glaube, ich gehe mal meinen. Kommst du mit über meine schöne Treppe? Ja. Ja, wann ist denn da so ein Loch im Dings? Ach, die gehört, glaube ich, auch noch zu meinen. Oder? Nee. Wovon redest du? Guck mal nach oben. Da ist ein Loch im Felsen. Das war früher noch nicht, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war früher noch nicht. Man könnte theoretisch jetzt auch bei dem Wasserfall in mein Haus rein. Lass mal Ja, versuchen, theoretisch ob schon. das klappt. Und früher bei Minecraft habe ich oft so eine Tintenfische gesucht, ja, aber jetzt gibt es sie ja wie Sand am Meer fast. Kommst du mit hoch? Ja, wenn ich nicht erst auf dem Wasserfall. Nee, muss das. Das geht. Ich schaffe dir auch. Ja, ist lustig. Ist eigentlich wie so ein Geheimgang hier. Und ich bin im Haus. So, ich wäre denn auch angekommen. Hallo. Der wo ist ja lustig. Ich habe mir so eine coole Strömung da reingebaut. Die war am Anfang noch nicht da. Die geht über schräg. Über schräg. Ich weiß nicht, ob du es überhaupt gesehen hast. Nee. Hier, da sollte das letzte, die letzten zwei Blätter hin. Habe ich mir schon gedacht. Du hast es mir versaut. So, ich such dir doch deine eigenen Sachen. Da ist es am Kopf. Im Eimer. Wer hat dir das Schwert? Ich nicht. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich will mein eigenes Brot essen. Ich bin nicht auf deine Almosen angewiesen. Ja, umso besser. Kann aber nicht mehr rennen. Das ist nicht so toll. So, also lasst mich alle bloß in Frieden. Oh Mann, ey, mein Rücken tut mir drücken. So, trautes Heim. Schock muss sein. Das hat's ja schon das eine oder andere Mal.
Auch aus einem Tom Hanks Film übrigens. Welchen? Geschenkt ist noch zu teuer. Hm. Eine Komödie aus den 80ern, glaube ich. Also, den Spruch damals kennt man natürlich, aber... Damals, wo Tom Hanks halt noch witzige Filme gemacht hat. Das ist ja heute relativ rar bei dem. Ich finde auch Forrest Gump nicht so geil, der ja total gehypt wird. Den finde ich ganz hervorragend. Nee, ich mag total überspitzte Dinger nicht so. Ich baue mal ein bisschen Leiter. Auch tolles Deutsch. Alter, wieso kommen denn da keine Hühner mehr raus? Ich habe jetzt hier bestimmt schon 33 Eier auf meinem Boden zerschmettert und immer nur noch ein Chance ist von 1 zu 6. Wie lange spielen wir denn schon? Eine knappe Stunde. Sollten wir auf Arbeit zum Ende kommen. Ja? Jetzt schon? Warum denn schon so früh? Ja, ich will auch noch was anderes machen, als nur noch Minecraft spielen und rendern. Ach so. Ein bisschen was machen wir noch, oder? Ich wollte mich gerade noch hier abdüsen, bisschen runter. Also ein paar Minuten. Na gut, ein paar Minuten geht's noch. Mache ich das hier oder mache ich das woanders? Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, ich hau das mal eben hier alles weg. Ui. So, entschuldigt meine Stille, ich habe gerade nur etwas geschrieben. Geschrieben? Ja. Mit wem das denn? Geschrieben. Nee, ich habe nur kurz bei Facebook was kommentiert. Während einem Let's Play, das... Ja, das ist unprofessionell, ich weiß. Unverschämt. Aber ist ja eh gerade dunkel, da kann es ja eh nicht so viel, so wahnsinnig viel machen. Hm. Das mag ja sein. So, jetzt bin ich wieder ganz für der Minecraft da. Und jetzt mache ich mir noch mal ein bisschen Paper. Wie mache ich denn Paper? Keine Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen. Mache ich das mit Zuckerrohr oder Zucker? Das ist jetzt hier die Frage. Hm. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Hm. Gucken wir mal. Also. Wow. Nein. Eine Runde Paper. Wenn du jetzt hier runterkommst, ich lasse sie einfach explodieren. Skelett, du kriegst auch eine Fresse. Blödes Skelett. So, jetzt kommen wir hier wieder raus. So, jetzt habe ich 8-mal Zucker, aber ich denke mal, mit Zucker werde ich sicherlich kein Blatt Papier machen können, wa? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wie man Papier macht. Ich hatte das doch mal gemacht, wieso weiß ich das denn jetzt nicht mehr? Ich umfunktioniere gerade mal ein bisschen hier. Das Rätsel um. Wozu? Ja, als Höhle quasi jetzt. Ach so. Bäthöhle, wie du eben so schön gesagt hast. Tja, super. Ja, Jano, wie machst du jetzt Papier? Irgendwo hier war doch eine Höhle. Ich hatte die doch genau gehört. Ich hab hier Papier. Wie habe ich denn das gemacht? Ich habe das doch denn schon mal irgendwie rausgekriegt. Hm. Ach, in einem Let's Play sogar schon. Ja, ja. Okay. Ja, es ist mir irgendwie zu doof hier jetzt gerade. Ich höre überall Monster. Olaf hat Husten. Nee, das ist jetzt irgendwie doof. Hier finde ich jetzt nichts. Ah, Paper. Was? Und wie? Einfach eine Reihe von... Links nach rechts, genau in der Mitte mit Zuckerrohr. Okay. Sehr schön, aber... Wofür? Paper, aber jetzt habe ich keinen Kompass mehr, verdammt. Oh, wofür braucht man Zucker?
Weiß ich nicht. Kuchen? Das ist durchaus möglich, ja. Richtig. Erzähl mal was. Was willst du denn gerne hören? Weiß ich nicht. Irgendein Schmanker aus deiner Jugend. Ist nicht viel passiert. Das ist relativ langweilig. Du warst mal in der Band. Ich war mal in der Band, richtig. Das war ja, ich. Ja, also. Ist ja schon jede Menge passiert. Wie war das denn so, und in der Band zu sein? Ja, mal Glück, mal hat mal Pech. Doch. Ja, also es ging. Also es war teilweise war es ziemlich cool, aber teilweise war es auch echt anstrengend. Okay. Was auch an den Bandmitgliedern an sich gelegen hat, ein bisschen. Und viele weibliche Groupies? Nein. Nein? Nein. Hast du mal gesehen, wie ich aussehe? Da kriegst du keine weiblichen Groupies. Ach Quatsch. Ich finde, sie ist top aus, oder Mädels? Alle Mädels, die mal zuschauen. Sieht ja nur top aus. Als ob die das jetzt sagen würden. Wieso? Nee, nee. Doch, doch. Wollen wir mal erst gar nicht anfangen mit sowas. Ja, ja, ja. Aber wenn denn schon mal irgendwelche Mädels gekommen sind, dann fanden die alle meinen Cousin super. Also ich war mit meinem Cousin in einer Band. Oder Cousin. Ich weiß ja nicht, Cousin klingt irgendwie so komisch. Cousin. Sagst du auch Cousin oder sagst du das anders? Cousin sage ich, glaube ich. Ach so. Cousin. Doch, Cousin. Man kann ja auch Vetter sagen. Nee, das sage ich nie. Nee, ich auch nicht. Blödes Skelett. Du hast einen Pfeil im Kopf. Wo siehst du mich denn? Du bist jetzt unter der Brücke, ne? Mhm. Gab's mal doch ein Lied von den Red Hot Chili Peppers. Ach so. Was? Was? Ich kann auch nicht. Kennst du das nicht? Du hast drei Pfeile. Einen in der Schulter, einen im Kopf und den obligatorischen Pfeil im Knie. Ja, der darf nicht fehlen. Nee, Under the Bridge, das ist ein Rock-Klassiker von den Red Hot Chili Peppers. Den kennt eigentlich jeder. Tja. Ja. Schön wär's gewesen. Ne? So. Ja. Ich mach das jetzt so. Ich baue so runter. Dann geradeaus und dann nach links. Das ist eine gute Idee, finde ich. Moment, ich hab mich verlaufen. Das ist falsch. Wo war ich denn? Jetzt kam ich jetzt nochmal her. Hallo? Wo ist denn jetzt mein Höhleneingang? Der war doch. Das weiß ich nicht. War der nicht da? Hier ist er nicht. Da ist er nicht. Das gibt's doch jetzt nicht. Du bist so still heute, was ist los? Gar nichts, alles gut. Alles ist super, alles ist wunderbar. So, und jetzt gehe ich nach Hause und dann sollte das hier langsam ein Ende finden. Okay. Boah, bei mir ist aber auch ein großer Baum. Entstanden mittlerweile im Garten. Das sieht schön aus. Sag mal, von hier sieht das so aus, als würde der Baum, den ich dir einst aufs Dach pflanzte, gar nicht mehr so richtig mit dem Dach verbunden sein. Ist er ja auch nicht. Ach, ist er gar nicht. Ich... Hast du das weggemacht? Ja, ja. Ich baue da locker was hin. Ach so. Gott, und ich dachte schon, das liegt an mir und meinen Grafikfehlern. Nee, ich baue da doch gerade, wo mein Geheim. Zimmer drin ist. Das baue ich ja gerade drunter. Und dafür habe ich es erstmal weggemacht, damit ich besser gucken kann. Ne? Ach so. Okay. Sonst stört mich ja die ganze Zeit die Erde, die da drauf ist. Ne, muss ich ein andermal wieder verbinden. Nur dass er noch besser aussieht, dass er nicht so komisch da steht. Ja. Na gut, dann gehe ich mal wieder in mein Wohnzimmer. Und
Vorher muss ich kurz den Baum hier noch entfernen. So. Gut. Ich düse in mein Schlafzimmer. Ja. Und ich bin bereits in meinem Schlafzimmer, Schrägstrich Wohnzimmer, Schrägstrich Flur, Schrägstrich Eingangshalle. Schrägstrich Küche. Schrägstrich Küche, richtig. Und Arbeitszimmer. Genau. You can only sleep at night. Und wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen. Oh ja. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Schrägstrich Abend, oder Schrägstrich Morgen, Schrägstrich Mittag. Schrägstrich Leben. Und ja, hoffen ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bei Minecraft. Mit mir und dem Stromski. Genau. Oder nur mit dem Stromski oder nur mit mir. Auch möglich. Das wird sich alles denn zeigen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.